Ja, hallo Freunde und ganz, ganz herzlich willkommen zurück bei Star Citizen News und es ist endlich wieder soweit, es gibt ein bisschen Xenothreat. Jawohl, das beste Event von Star Citizen, das größte, ja, Flottenschlacht-Event, der größte Raid eigentlich, wenn man so will, kommt endlich wieder zurück und zwar heute. Jawohl, auf dem PTU und deswegen gibt's auch dieses Video. Also lasst gerne ein Abo für mich da, wenn ihr euch für Star Citizen-Themen interessiert. Und ich gebe euch mal alle Infos dazu, die ihr braucht und die wir brauchen, denn wir werden es natürlich heute auch gemeinsam spielen. Was ist passiert? Wir haben einen neuen Patch bekommen auf dem PTU, den 3.18.0W-Patch. W wie wunderschönes Event. Der Patch verbessert den Gen 12-Renderer und noch einige andere Dinge, hat viele Bugs behoben, jedenfalls schreiben sie das. Muss man halt immer noch ein bisschen testen im Laufe des jeweiligen Patches. Aber das viel Wichtigere ist natürlich das hier. Wir bekommen einen Playtest auf dem Testserver, der, Klammer auf, aktuell, also jetzt im Moment des Videos, noch immer in Wave 1 ist. Es kann durchaus sein, dass sie im Zuge des Playtests das Ganze erweitern auf Wave 2. Mal sehen, würde ich euch nochmal ein Update bringen nachher, wenn ich dazu mehr weiß, aber auf jeden Fall bekommen wir Xenothreat. Wer nicht weiß, was es ist, es handelt sich, wie gesagt, um einen großen Weltraumschlachten-Raid. Es geht darum, dass also der gesamte Server gewissermaßen darauf hinarbeitet, eine Javelin, also das große Zerstörerschiff von der UEE Navy, bei der Jericho-Station aufzutanken und zu reparieren. Und danach geht's in die Schlacht gegen die Xenothreat. Das sind so, solche Terroristen aus dem Pyrosystem, die hier angreifen im Stanton-System. Und die haben mehrere Idrisse, die haben tonnenweise andere Raumschiffe, Hammerheads und alles mögliche. Also es ist wirklich eine richtig fette Megaschlacht mit allem drum und dran. Und die Javelin, die ist auf unserer Seite und wird uns helfen, die Idrisse platt zu machen. Und das werden wir heute spielen. Wir werden heute im Stream um 16 Uhr loslegen. Und werden, ja, es wird 17 Uhr dann genau genommen hier starten auf dem PTU, wo steht es hier, 16 Uhr UTC, also 17 Uhr deutsche Zeit. Aber wir wollen schon natürlich eine Gruppe bauen und gemeinsam reingehen, ein bisschen noch was vorbereiten, dass wir pünktlich dann loslegen können. Und das heißt, wenn ihr mitmachen wollt, dann müsstet ihr, jedenfalls nach aktuellem Stand, Wave 1 Zugriff haben auf dem PTU. Also gerne dann da sein einfach, aber ihr könnt euch auch einfach zuschauen, wenn ihr keinen Zugriff habt. Ich bin sehr gespannt, was sie hier verbessert haben. Das Event war ja lange Zeit deaktiviert und wurde nicht genutzt, weil sie diverse kritische Fehler hatten. Und sie haben die aber nun gefixt. Haben sie auch gesagt, dass sie daran arbeiten und das Event bald zurückbringen wollen. Und ich habe euch ja auch in der Jahresvorschau gesagt, dass es sein kann, dass es das noch in 3.18 reinschafft oder 3.19 offenbar. Ja, versuchen sie es hier in 3.18. Was sie auf jeden Fall gemacht haben, sie haben diesen Durchlauf der Mission komplett für Persistent Entity Streaming, die neue Datenbank und Co. optimiert und haben viele weitere Korrekturen und Updates durchgeführt, dass das Ganze funktioniert. Was da im Rahmen von Cargo Refactor jetzt sich verbessert, weiß ich nicht. Auf jeden Fall können wir dann diese Päckchen ordentlich in den Frachtschiffen stapeln. Ne, das kennen wir ja schon. Und ich bin sicher, auch die KI hat ein paar Updates bekommen. Vor allem die Frames werden deutlich besser sein mit Gen 12. Das ist schon beachtlich, was der Gen 12 mittlerweile leisten kann. Ja, werden wir heute gemeinsam spielen. Ich weiß nicht, wie lange es geht. Also, ja gut, sie haben ja geschrieben 4 Stunden. Mal sehen, ne, wie es insgesamt sein wird. Also, wir werden auch mehrere Durchläufe machen, wenn alles glatt geht. Und das Ganze ordentlich zocken. Heute auch ein Giveaway. Eine Drake Cutter mit LTE. Wollte ich eigentlich erst am Freitag starten, aber wir machen das so. Wir teilen das auf. Die eine fängt heute an. Und die zweite Drake Cutter, die ich noch im Petto habe, die machen wir dann einfach am Samstag. Da haben wir jetzt also nochmal ein paar schöne LTE-Tokens als Giveaways für euch mit dabei. Und natürlich gibt es zur Feier von der Rückkehr von Xenothreat heute auch doppelte Stars, logischerweise. Ich weiß nicht, ob sie diesen Playtest nochmal wiederholen. Am Wochenende, es kann sein. Schwierig einzuschätzen, vielleicht werden das sehen. Auf jeden Fall heute werden sie das machen. Und ich denke mal, sie werden auch Stück für Stück dann das Event noch ein paar Mal bringen im Laufe des PTU. Dass ihr also, wenn ihr heute keine Zeit habt, vielleicht nochmal die Chance habt, im Laufe der nächsten Tage und Wochen das zu spielen, zu playtesten vor allem und Feedback auch dann zu geben. Und dann wird es, und das ist die wirklich tolle Nachricht, auch auf den Live-Server zurückkehren. Und das Schöne ist ja, das Event füllt unsere Taschen massiv. Jedenfalls war das bisher so.
Also es gibt kein Event, was mehr Geld im Spiel eingebracht hat bisher als Xenothreat. Und zwar nur durch die reine, schiere Teilnahme. Also ihr müsst keine Quest irgendwas machen oder irgendwas direkt. Ihr könnt einfach überall euren Beitrag leisten und bekommt einen großen Teil der Kohle ab. Hat sich immer massiv gelohnt und es ist wirklich eine tolle Nachricht für alle, die sich jetzt vielleicht darüber ärgern. Dass mit 3.18 dann, mit dem Live-Release von 3.18 dann ein Wipe kommt, spielt Xenothreat, wenn es dann live geht, und dann habt ihr auf jeden Fall mit Geld erstmal keine Probleme mehr. Das war bisher jedenfalls immer der Fall. Und das werden wir ebenfalls heute testen, wie viel das Ganze einbringt, was sich verbessert hat, was wie geht, welche Schwierigkeiten es vielleicht noch gibt und so weiter. Bin sehr, sehr gespannt, freue mich auf euch, kommt dann auf jeden Fall mit rein. Der der Link zum Twitch-Channel ist unten wie immer im angepinnten Kommentar zu finden. Lasst ein Follow da und auch gerne ein Abo, wenn ihr wollt. Und dann geht's um 16 Uhr heute los im Livestream. Also, ich würde sagen, an der Stelle war nur kurze News, aber ich fand es so wichtig, dass ich mir dachte, da kann man ruhig mal ein kurzes News-Video dazu machen, gerade weil viele von euch ja darauf schon lange gewartet haben, auf das tolle Event. Ich danke euch fürs Zuschauen und freue mich auf nachher. Bis denn und ciao. 65 degrees, last time I was down on my knees. The last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wished there would rain. Now your forecast calls for me. Does the sun go down?